Willkommen zusammen zu einer neuen Folge von dem Spiel Train Sim World zusammen mit einem neuen DLC, nämlich den Rapid Transit oder Rapid Transit. Und ja, freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, was beinhaltet das DLC? Nämlich ab sofort eine deutsche Karte, genauer gesagt Leipzig S2. Also sprich, mit einer S-Bahn sind wir hier unterwegs mit der Talent 2. Ja, was das ist und wie das aussieht, schauen wir uns natürlich heute an. Und natürlich, Leute, müssen wir uns ein Tutorial anschauen. Das muss man einfach machen, damit wir wieder reinkommen und damit wir die Bahn kennenlernen. Und das wollen wir doch mal machen. Vielen Dank nochmal an die PR-Agentur oder ich sag mal Agentur, die uns das Game hier zur Verfügung gestellt hat. Das ist ja nicht selbstverständlich. Und dann spielen wir jetzt natürlich hier die Talent 2-Einführung. So ist das richtig. Auf geht's, Leute. Das packen wir. 29,99 € kostet das Game, also schon kleiner Happen. Aber mal gucken, ob sich das lohnt oder nicht. Willkommen Bitterfeld in dem von Bombardier Transportation gebauten Elektrotriebwagen Talent 2. Diese Variante des Zuges besteht aus drei aneinander gekuppelten Wagen und wurde 2013 an die S-Bahn Mitteldeutschland ausgeliefert. In dieser kurzen Einführung werden Sie lernen, wie man den Zug für den Start vorbereitet, ihn fährt und wie man ihn zu einem Halt bringt. Steigen Sie nun ein und setzen Sie sich auf den Fahrersitz. So, was ich sagen wollte, Bitterfeld hört sich schon für mich so typisch deutsch an. Und da haben wir auch nochmal S-Bahn Mitteldeutschland und natürlich betrieben durch die Deutsche Bahn. So, wir steigen ein, mal gucken, ob das so funktioniert alles. Zack. Open the door, hinauf, close the door und hinsetzen. Wie sagt man so schön, Mund halten. Und los geht's. Im normalen Fahrbetrieb wird dieser Zug durch einen Stromabnehmer, der mit der Oberleitung verbunden ist, elektrisch angetrieben. Jedoch ist dieser Stromabnehmer momentan gesenkt. Wir müssen deshalb die ersten Einstellungen mit Hilfe der Hilfsbatterie vornehmen. Das machen wir. Wir stehen auf und wollen mal gucken. Oh, hier sind aber viele Knöpfe. Aber ich glaube, na, nur der geht aktuell. Okay, ich glaube, wir machen das mal eben. So, wir wollen natürlich auch richtig gleich nochmal zum Fahren kommen. Vielleicht sogar schon die erste Mission packen. Mal schauen. Sobald der Zug mit Strom versorgt wird, benutzen Sie den Hauptschlüssel am Fahrpult. Damit schalten Sie die Multifunktionsanzeigen ein. Okay, das machen wir auch. Ein. Konfiguration bestätigen. Aktivieren Sie nun den Stromabnehmer, sodass er sich hebt und mit der Oberleitung verbindet. So, das haben wir auch. Und dann den Trennschalter machen wir noch. Zack. Stellen Sie die Außenlichter für den normalen Fahrbetrieb ein. Okay, die sollen auf gedimmt sein. Stellen Sie den Richtungswender auf vorwärts. Vorwärts, natürlich, Sir. Tätigen Sie das Signalhorn, um zu signalisieren, dass Sie bald losfahren wollen. Ich fahre bald los. Diese Lok hat zwei Bremssysteme. Eine indirekte Bremse und eine Bremse, die Teil des Kombihebels Leistung Bremse ist. Wir stellen sie auf Lösen. Und zu guter Letzt schalten Sie die Parkbremse aus. Schalten wir aus. Bewegen Sie den Kombihebel Leistung Bremse wie vorgegeben und der Zug wird anfahren. So, auf geht's, Leute. Let's go! Ja, es rollt. Sehr gut. Er rollt. Der Zug ist nun in Bewegung. Stellen Sie den Kombihebel Leistung Bremse auf die Position 0. 0. So. Was haben wir da für eine Tröte liegen? Bringen wir den Zug zum Stehen, bevor wir zu weit fahren. Bewegen Sie den Kombihebel Leistung Bremse wie vorgegeben. Ach, wir können auf maximal. Oh, nicht Notbremse, sorry. Aber in Ordnung. Jetzt, da der Zug steht, oh, können Sie die Parkbremse einschalten. Okay, Sir. Klasse.
Damit haben Sie die kurze Einleitung zu dem Elektrotriebwagen Talent 2 abgeschlossen. Sie sind außerdem in Besitz eines Handbuchs, welches dieses Tutorium und weitere Informationen umfasst. Das ging schnell. Das war das Tutorial. Ja, da würde ich sagen, ab schnell ins Szenario. Und dann wollen wir mal schauen, ob wir das hinbekommen. Ich wollte sagen, Kollegen, warum steht ihr da rum? Aber wir stehen jetzt gerade selber auch rum. Das heißt, ab ins nächste Szenario. Mal gucken, wie wir das meistern, ob wir das meistern können. Ich habe ja, muss ich ganz ehrlich sagen, in den letzten Teilen sozusagen meine Probleme immer mit dem Bremsen und was auch immer gehabt. Das muss ich wirklich sagen. Also so dieses schnell reagieren, hey, jetzt musst du bremsen und genau einschätzen und so, ja, das muss noch besser laufen und ja, das ist Deutschland hier, tatsächlich, wir sehen es schon, irgendwie so, keine Ahnung, ihr kennt mal, typisch Deutschland und hier sind wir in Gaschwitz oder so ähnlich, ich kann es hier nicht zurück, ah, guck mal, wir können ranzoomen, Gaschwitz, genau. Und da ist unser Zug, den übernehmen wir jetzt. Moin Leute, was geht? Was geht hier ab? Die gucken schon alle. Kann ich auch hiervon öffnen? Tatsächlich. Sogar Fahrradmitnahme anscheinend erlaubt. Oh. Die sind aber nicht so ganz richtig. Darf ich hier einsteigen? Oh, Entschuldigung, Entschuldigung Leute, Entschuldigung, Entschuldigung. Darf ich hier rein? Oh, anscheinend nicht. Hallo? Oh, anscheinend geht das nicht. Oder vielleicht ist es auch ein Bug. Man weiß es nicht. Komm, machen wir wieder zu. Wir wollen ja pünktlich abfahren. Zack. Und, ja. Ich begrüße nochmal hier die, ne, die ersten Waggons. Ihr braucht alle keine Angst haben. Oder sie brauchen keine Angst haben. Ich bin's nur. Oder wie sagt man schön? E-Beams. Und ja, jetzt verabschiede ich mich. Ne, gute Fahrt. So. Setzen wir uns hin. Und dann geht es los. Erstmal nochmal öffnen. Für meine guten Fahrgäste, Leute. Es sind schon wieder so viele Animationen hier. Da habe ich überhaupt keine Ahnung von. Ich bin froh, wenn der Zug erstmal rollt. Ne, das ist immer so wichtig. Und ja, bin ich aber ganz zuversichtlich. Also wenn wir das Tutorial schon hinbekommen haben auf Anhieb, dann müssen wir das jetzt auch hinbekommen. Oh, da seht ihr da? Da blinkt schon was. Was bedeutet das denn jetzt? Okay, keine Ahnung. Oh, das ist auch krass, diese Geräusche schon wieder, ne? Das erinnert mich immer an, also bei uns fährt jetzt keine S-Bahn, natürlich auch Züge, aber wir haben jetzt keine S-Bahn, nur U-Bahn oder so immer. Das haben wir hier bei uns nicht. Dafür ist die Stadt so klein. Aber, ja, wenn man mal in Berlin ist oder was auch immer, ne, in größere Städte, dann, hört man immer schon dieses Gebiepe. Und natürlich auch beim Bahnhof, ja. Bei gewissen Zügen piepst es natürlich auch. Okay, Leute, warten bis 15.30 Uhr. Wie viele haben wir? 29. Okay, 15 knappe Sekündchen noch. So viel Zeit haben wir. So viel Zeit muss sein. So. Mal gucken. Ich denke mal, hier ist schließen. Verriegeln. Genau. Schon mal auf Vorwärts stellen. Da habe ich jetzt Kennlichter. Hier will ich am besten einmal einstellen. Gedimmt, genau. Und dann könnten wir eigentlich losfahren, ne? Weil es sollen in 3 Minuten schon bei den Kollegen oder am nächsten Ort sein. Deshalb, okay Leute, ein bisschen Leistung wegnehmen, weil hier ist nicht so viel. Machen wir mal auf 5%. Ich denke mal, das ist in Ordnung. Also hier ist nicht so viel erlaubt. Nicht, dass wir gleich mal eine Strafe bekommen. Das wollen wir auch nicht. So. Aber was immer noch ein Problem ist, glaube ich, dieses Aktualisieren. Hier ist jetzt 37 gleich. Also jetzt haben wir, glaube ich, 31. Aber irgendwie aktualisiert sich das nicht schnell genug. So habe ich so das Gefühl. Ich gebe schon mal Gas, Leute. So. Seht ihr? Jetzt hat sich es aktualisiert. Aber na, sowieso nicht so schnell fahren jetzt, weil bei der S-Bahn ist es gewöhnlich so, dass die Haltestellen nicht so weit auseinander liegen. So.
5% erreichen erstmal. Wir müssen ja dann, wie gesagt, in 800 Yard oder was das immer bedeutet, gleich schon stoppen. Ich meine, guck mal, 75 oder was wir fahren dürfen. Ja, aber trotzdem. Wir wollen es nicht riskieren, Leute. Wir wollen es nicht riskieren. Der erste Eindruck zählt. Ich hoffe, ich kann es. Ich hoffe, ich zeige, dass ich es kann. Mal gucken. Aber selbst wenn Fehler passiert, es ist menschlich, Leute. Es ist menschlich. So. Machen wir schon mal. Bremse auf Maximum. Mache ich schon mal. Das sieht schon mal sehr gut aus. Das könnte sogar was werden. Sehr schön. Ja. Sehr schön. Nice. Wir öffnen die Türen. Aber mache ich jetzt jedes Mal dieses Getöte eigentlich? Nee, ne. Als ob. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Habe ich. Ja, nee, oder? Ich mach's nicht. Ich hoffe, es funktioniert auch so. Okay, wir warten ein wenig. Wir warten ein wenig, Schleudi. Und dann können wir gleich schon wieder düsen. Es will auch keiner ein- und aussteigen, wie es aussieht. Naja, hat es wahrscheinlich denen so gut gefallen und die trauen sich aber noch nicht. Oh, ein neuer Zug kommt noch. Das ist ja cool, auch die Ansagen hier. Das, sowas muss sein, auf jeden Fall. So, Türen verriegeln, Leute, Türen verriegeln. Warten bis 15:33. Haben wir doch schon. Ja, ich darf abfahren. So. Abfahrt. So. Hier hätte man eigentlich sagen müssen, Achtung, ein Zug fährt los. Oder was auch immer. Eine S-Bahn fährt los. Ach ja. So ist das, Leute. So ist das. Ich glaube, eine Meile, was da steht. Eine Meile. Ja. Also wie gesagt, mit diesen ganzen Animationen oder so und Knöpfe, das lasse ich erstmal. Aber ich denke mal, ihr könnt mir da auch Feedback zu schreiben, was das alles bedeutet. Und nee, Leute. Das sagt ihr mal schön. Da habe ich keine Ahnung. So, jetzt habe ich gerade mal maximale Leistung gemacht. Ist ja auch gerade grün, ne? Muss man ja auch sagen. Noch ist grün. Ich glaube, beim Zugverkehr ist das nicht so krass. So, wir bremsen schon mal leicht. %68. Ja, wir wollen die Leute ja auch nicht erschrecken. Noch ein bisschen geht, komm. 5%. %77. Maximal. Komm, das muss reichen. Ja, komm. Come on. Sehr schön. Nice. So muss es sein. Hallo, ich bin's da. So. Gucken wir mal, wer noch so mitfahren möchte. Ein paar sind ausgestiegen, haben die Schnauze voll gehabt oder haben wir noch was zu erledigen. So. Aber Abfahrt, Leute. So. Ach, guck mal, da kommt ein Kollege. Wollen wir da mal hupen? Ich hupe jetzt mal. Guten Tag. Oh. So, auf geht's.
mache ich mal extra maximale Leistung, dass wir von der Stelle kommen. So. Wahrscheinlich kommt die Folge jetzt nicht am Release-Tag. Es tut mir echt leid. Aber manchmal muss man sagen, es geht nicht anders. Wir haben grün, Gott sei Dank. Und bald müssen wir schon wieder anhalten, da sehe ich gerade. Aber maximale Bremse brauchen wir jetzt noch nicht. ...46%. Markleburg Nord. Maximal. Sieht gut aus, Leute. Packen wir das. Das sieht gut aus. Nice, Leute. Nice. Einmal bitte entriegeln. Muss ich mir noch eine Taste fehllegen. Ich weiß es gerade gar nicht. So, und hier können wir auch uns mal frei bewegen. Ach, guck mal da oben. Oh, nee. Das ist cool. Leute, das ist cool. Schön, gefällt mir. Oh, nicht Notbremse, Moment. Das wollen wir ja wohl nicht. Maximal ist in Ordnung. So, einmal ein Screenshot. Und dann wollen wir mal wieder rein hier. In die gute Stube. So. Und dann geht die Party weiter. Jawohl. Ah, gleich ist auch nur noch 50. 50 Meilen per Hour, Leute. Ja, keine Ahnung, ob wir das heute noch packen. Na, schauen wir mal. Es ist jetzt gleich erstmal grün. Ich glaube, da müssen wir auch nicht halten. In 2 Meilen ist aber auf 50 begrenzt. Deswegen müssen wir da auch gucken. Okay. Wir dürfen nochmal fahren. In 0,6 Meilen ist auch grün. Das ist gut. Auch von der Performance ist besser geworden, eindeutig. Also muss man auch mal an dieser Stelle loben. Verzeihung. Oh, maximal. Das habe ich, glaube ich, falsch eingeschätzt. Oh, verdammt. Ah. Wieder entriegeln. Gucken wir mal von außen. Ja, das war nicht so akkurat. Habe ich falsch eingeschätzt. Vielleicht wollt ihr doch... Ja, keine Ahnung. Ja, da steigen wir hier aus. Die sagen sich jetzt, nee. Nee, das war's jetzt. Jetzt ist vorbei. Okay, dann würde ich sagen, einmal schließen. Und dann geht's direkt weiter. Okay. Weil ich hatte ja gerade die Notbremse gemacht, ne? Notbremse, nicht die Parkbremse. Muss man auch wieder lösen. Nur mal so als Tipp. Falls ihr da nicht dran denkt. Spricht da einer aus Erfahrung? Nein, 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 nein. Nein. So. Mal gucken. Haben wir das gleich geschafft, glaube ich, oder? Machen wir das noch zu Ende einfach. Machen wir das eben noch zu Ende. Haben wir jetzt eine
etwas längere Folge. Ich weiß es nicht, wie lange es noch dauert. Ah, wir hätten noch warten müssen, ein bisschen länger, aber okay. Leipzig MDR, Leute. Ich würde sagen, wie es weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Ich glaube, es geht nämlich noch weiter. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir das erste Feedback in die Kommentare. Und dann sage ich, bis denne. Tschüss.